Die Nachrichten des Tages. Heute mit Jana Pareigis. Herzlich willkommen und guten Abend. Ein wahres Fußball-Highlight gibt es von Sven Voss. Ja, Dortmund steht im Champions-League-Finale. Guten Abend. Schauen wir auf unsere Themen im Überblick. Pöbeln, spucken, schlagen. Neue Attacken gegen eine grüne Wahlkämpferin in Dresden. Und in Berlin gegen die SPD-Politikerin Giffey. Zerstörte Häuser, kein Strom, kein Trinkwasser. Die Überschwemmungen im Süden Brasiliens fordern immer mehr Opfer. Und Hummels Kopfball bringt den BVB nach Wembley ins Champions-League-Finale. Paris Saint-Germain verzweifelt an Pfosten und Latte. Als empörend und feige hat der Bundeskanzler die jüngsten Angriffe auf Politikerinnen, Politiker und Wahlkämpfende verurteilt. Wer sich engagiere, verdiene Respekt, so Scholz. Am Dienstag war die Berliner Wirtschaftssenatorin Giffey leicht verletzt worden. Und auch in Dresden gab es erneut eine Attacke. Christian Volk berichtet. Der Dresdner Stadtteil Gorbitz gestern Abend. Ein Mann zerstört das Plakat der grünen Politikerin Yvonne Mosler. Sie macht ein Foto. Wenig später kommt er mit einer Frau zurück. Du machst die Kamera aus, Alter. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und weil der Hitlergruß skandiert worden sein soll. Diese Welle des Hasses, die einem entgegengeschlagen ist und als er dann erkannt hat, dass ich quasi auch die bin, die auf dem Plakat ist, auch der Hass, der mir entgegengeschlagen ist, das hat mich tatsächlich erschreckt. Auch sie ist gestern attackiert worden, Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey. Laut Ermittlern schlug ein polizeibekannter 74-Jähriger mit einem harten Beutel auf ihren Kopf ein. Sie musste kurz ins Krankenhaus, der Mann wurde inzwischen festgenommen. Am Tag danach zeigt sich Giffey schockiert. Es ist wie eine Art Freiwildkultur, kann man fast sagen, die hier Einzug hält nach dem Motto, gerade mit Politikerinnen und Politikern, da spielt es keine Rolle. Man kann da alles machen. Die meisten gewalttätigen Angriffe, also beispielsweise Körperverletzung, gab es im vergangenen Jahr auf Vertreter der AfD. Dahinter die Grünen, dann die SPD. Bei den verbalen Attacken trifft es vor allem Politikerinnen und Politiker der Grünen. Die anderen Parteien folgen erst mit großem Abstand. Momentan gibt es ein Feindbild Grün, ja, und es gibt umgekehrt auch ein Feindbild AfD. Und da sieht man eben, dass es sich auch sehr stark fokussiert. Also hier kann man dann ausmachen, wie der Diskurs, der öffentliche Diskurs, dann auch am Ende zu Feindbildern führt und zu entsprechenden Straftaten. In Dresden ist für die grünen Politikerin Yvonne Mosler klar, sie will sich von der Gewalt nicht unterkriegen lassen, sondern wieder raus auf die Straße und Wahlkampf machen. Gleichzeitig läuft die Diskussion darüber, wie der Schutz der Engagierten verbessert und Täter bestraft werden können. Braucht es eine Verschärfung des Strafrechts? Über Reaktionen aus der Politik auf die Angriffe berichtet Lars Bonsack. Das Entsetzen in der Politik ist groß. Berlins regierender Bürgermeister Wegner verurteilt mit deutlichen Worten die Angriffe auf Franziska Giffey und alle anderen Politiker. Wir müssen auch deutlich machen, dass das hier kein Kavaliersdelikt ist. Das sind schwere Straftaten, körperliche Angriffe auf demokratische Institutionen, auf Vertreterinnen und Vertreter von demokratischen Parteien. Bereits gestern hatten sich die Innenminister von Bund und Ländern zu einer Sondersitzung getroffen. Einhelliges Urteil, so kann und darf es nicht weitergehen. Neben polizeilichen Maßnahmen brauche es auch gesetzliche. Wir müssen jetzt mit mehr Härte gegen Gewalttäter und mehr Schutz für politisch Aktive handeln. Wenn wir das Strafrecht dafür weiter verschärfen müssen, werde ich mit dem Bundesjustizminister darüber sehr schnell beraten. Doch mit Strafrechtsverschärfungen allein sei es nicht getan. Die sächsische Justizministerin appelliert, dass auch die Politik einen anderen Umgang miteinander pflegen müsse. An uns alle politisch Aktiven gerichtet, wie wir über Politik sprechen, in welcher Art und Weise wir auch über unsere politischen Mitbewerber sprechen. Und da ist in den letzten Jahren sehr, sehr viel kaputt gemacht worden und hat auch zu einer Verrohung von Sprache beigetragen, die dann am Ende in diesen furchtbaren Faustschlägen vom Wochenende geendet haben. Derweil hängen viele Parteimitglieder weiter ihre Plakate auf, wo nicht wenige mit der Angst im Nacken. Auch an Schulen zeigt sich die Verrohung des gesellschaftlichen Klimas. So kommt es an vielen Orten zu rechtsextremistischen und rassistischen Vorfällen. So wie an einer Schule in Burg, Brandenburg. Vor einem Jahr hatten Lehrkräfte in einem Brandbrief Alarm geschlagen.
Anna Bayer hat geschaut, wie die Situation an der Schule heute ist. Jette Schäger ist Lehrerin an der Oberschule Burg. Noch. Seit Jahren kämpft sie für demokratische Werte an der Schule. Doch seit den Vorfällen im letzten Jahr habe sich kaum etwas geändert. Nun will sie zum Schuljahresende gehen. Da braucht es mehr Bewegung, viel mehr Bewegung. Das ist mir zu wenig. Es ist auch zu wenig Unterstützung vom Schulamt. Es reicht nicht, nach Monaten immer wieder mal zu schauen. Außer ihr lassen sich noch drei weitere Lehrkräfte versetzen, die sich offen gegen rechts positionieren. Auch für viele Schüler in Burg hat sich die Situation nicht gebessert. Wir sprechen mit einem 16-Jährigen am Telefon. Er will anonym bleiben. Manche LehrerInnen schauen weiterhin weg. Man hat das Gefühl, man hat gar nicht die Chance, gegen den rechten Mainstream anzukommen, weil sie einfach zu viele sind. Es gibt SchülerInnen, die haben deswegen die Schule gewechselt. Andere sind wegen psychosomatischer Probleme krankgeschrieben. 306 rechtsextreme Vorfälle an Schulen verzeichnet das brandenburgische Bildungsministerium im laufenden Schuljahr. Das sind nahezu dreimal so viele wie ein Jahr zuvor. In einem offenen Brief warnt der Landesschülerrat vor zunehmendem Rechtsextremismus an Schulen. Wir merken an den Schulen, dass dort Rechtsextremismus leider ein sehr alltägliches Thema ist. Grundsätzlich normal an den Schulen sind die Hakenkreuze auf Tischen und Stühlen. Aber auch wir nehmen vermehrt wahr, dass völkische Narrative verbreitet werden im Unterricht. Mittlerweile hat die Oberschule Burg einen neuen Direktor. Aktuell möchte er sich nicht äußern. Gerade einmal 420.000 Euro investiert die Landesregierung in Projekte gegen Rechtsextremismus. Nicht nur Betroffene in Burg fühlen sich nicht ausreichend unterstützt. Mit eindringlichen Warnungen vor einem Erstarken der AfD und Nationalisten in Europa hat die CDU die heiße Phase des Europawahlkampfes eingeläutet. Beim Bundesparteitag mit dabei Besuch aus Brüssel. So hielt unter anderem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Rede. Mehr von Matthias Feldhoff. Sie ist das Gesicht von Europa. Sie soll auch das Gesicht der CDU für Europa sein. Ursula von der Leyen, noch EU-Kommissionspräsidentin, soll mit ihrer Prominenz für den Erfolg am 9. Juni sorgen. Mit dem Ziel, auch in den nächsten 5 Jahren die Kommissionspräsidentin zu stellen. Dieses Europa in seiner Einmaligkeit, liebe Freundinnen und Freunde, dieses Europa gilt es zu schützen und zu bewahren. In einem scharfen, bisher selten von ihr gehörten Ton greift sie die AfD an. Brandstifter nennt sie die Rechtspopulisten und Kremlknechte. Erst schwadroniert die AfD über Volk und Vaterland. Und dann verrät die AfD dieses Vaterland hinterrücks an die Autokraten. Die sollen sich was schämen, liebe Freundinnen und Freunde. Friedrich Merz macht deutlich, dass diese Wahl anders sein wird. Eine Schicksalswahl für den Kontinent. Wenn die demokratischen und freiheitlichen Kräfte es nicht schaffen, bei dieser Europawahl die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger in der gesamten Europäischen Union für sich zu gewinnen, dann steht mehr auf dem Spiel als nur eine parteipolitische Verschiebung da irgendwo im Europäischen Parlament. Die Wahl ist in 32 Tagen für Friedrich Merz und seine Union der erste Test des Jahres. Eine Islamistendemo Ende April in Hamburg hatte große Empörung hervorgerufen. Nun darf die als extremistisch eingestufte Gruppe Muslim Interaktiv wieder eine Kundgebung veranstalten. Allerdings gibt es strenge Auflagen für die Versammlung am Samstag. Dazu gehört, dass nicht zur Gewalt aufgerufen und kein Kalifat auf deutschem Boden gefordert wird. Zum 79. Mal jährt sich heute das Ende des Zweiten Weltkrieges. Aus diesem Anlass gibt es überall im Land Gedenkveranstaltungen. Am sowjetischen Ehrenmal in Berlin-Treptow etwa legten Angehörige der Linken Blumen nieder und erinnerten an die Opfer des NS-Regimes. Am Brandenburger Tor präsentierte die evangelische Kirche eine Friedensglocke, die aus Kriegsschrott gegossen wurde. Im kommenden Jahr zum 80. Jahrestag soll die Glocke nach Israel reisen. In den Nahen Osten, wo die Verhandlungen für eine Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und der Hamas weitergehen. Gleichzeitig erhöhen die USA den Druck auf Israel und stoppen Waffenlieferungen an das Land. Zu groß sind die Bedenken, weil die israelische Regierung an ihren Plänen festhält, eine Bodenoffensive in der Stadt Rafah zu starten. Alisa Jung hat mehr. Im letzten Tageslicht wird ihnen in Rafah klar, auch diese Nacht müssen sie bangen. Nachdem die israelische Armee auch in den Süden einmarschiert ist und mit einer Offensive auf die Stadt droht. Eine Offensive, die von Vermittlern und Partnern wie den USA gefürchtet und abgelehnt wird.
Israel erwidert dazu nur so viel. Wenn es Auseinandersetzungen gibt, und die gibt es, werden sie sachlich hinter verschlossenen Türen gelöst. Wir sind verantwortlich für die Sicherheitsinteressen Israels und wir achten die Interessen der USA in der Region. Die USA halten nun eine Waffenlieferung mit größeren Bomben zurück, aus Sorge davor, dass sie auch Zivilisten in Rafah treffen könnten. Deren Kraft ist am Ende. Wir haben mehr ertragen, als wir ertragen sollten. Holt uns raus. Dieser Krieg muss enden. Israel hatte versprochen, wer aus Rafah flieht, würde in den Evakuierungszonen Infrastruktur vorfinden. Doch es gilt erneut, sie müssen sich irgendwie selbst helfen. Wir sind 6 Familien und haben kein Zelt, kein Trinkwasser, noch etwas zu essen. Wir leben einfach auf der Straße. Und irgendwo hier werden auch die israelischen Geiseln festgehalten. Die Angehörigen haben sich mit einem verzweifelten Brief an das Rote Kreuz gewandt, flehen um Hilfe. Es ist beängstigend für uns, dass die Militäraktionen weitergehen. Es sind unschuldige Zivilisten, darunter unser Sohn. Es muss endlich ein Ende finden. Ohne ein Abkommen ist ein Ende des Krieges nicht in Sicht. Chinas Präsident Xi Jinping ist auf Europareise. Heute war er beim engen Partner zu Gast. In Serbiens Hauptstadt Belgrad wurde er von Präsident Vucic begrüßt und von tausenden Serben vor dem Regierungspalast. Beide Präsidenten sprachen von einer eisernen Partnerschaft ihrer Länder. Serbien ist Teil der chinesischen Seidenstraßeninitiative. Peking hat dort viele Milliarden in die Infrastruktur investiert. Und jetzt nach Indien. Mit etwa 1 Milliarde Wahlberechtigten, auch größte Demokratie der Welt genannt. Doch die gerade laufenden Parlamentswahlen sind überschattet von nationalistischen Kampagnen und Desinformation. In Indien leben mehr als 1 Milliarde Hindus. Rund 200 Millionen Menschen sind Muslime. Ministerpräsident Modi von der regierenden BJP unterstellt jetzt der Opposition, die muslimische Minderheit bevorzugen zu wollen. Johannes Hanau berichtet. Es sind Töne, die man so in einem indischen Wahlkampf noch nicht gehört hat und schon gar nicht von einem Premierminister. Narendra Modi, der gerade seine Stimme in der 6 Wochen dauernden Wahl abgegeben hat, ist dabei, das Land entlang der Religionen zu spalten. Er setzt voll auf einen Hindu-Nationalismus, auf Ressentiments gegen Minderheiten, vor allem aber gegen Muslime, und er diffamiert die größte Oppositionspartei. Als die regiert haben, wollten sie, dass die Muslime das erste Zugriffsrecht auf den Reichtum unserer Nation haben. Das bedeutet, wenn die Kongresspartei diese Wahlen jetzt gewinnt, wer wird dann wohl den Reichtum des Volkes bekommen? Natürlich die, die mehr Kinder haben, die Eindringlinge. Unter dem Jubel seiner Anhänger legt er dann noch nach. Wollt ihr, dass euer hart verdientes Geld den Eindringlingen gegeben wird? Muslime, die seit mehr als 500 Jahren das Land besiedeln, als Eindringlinge zu bezeichnen, die mit Hilfe der größten Oppositionspartei den Reichtum des indischen Volkes ausbeuten wollten. Die Opposition geschockt. Das ist eine Schande, was der Premierminister da gesagt hat. Zu behaupten, unsere Partei würde den Wohlstand Indiens an die Muslime verteilen, ist ganz offener Stimmenfang bei bestimmten Teilen der Bevölkerung. Narendra Modi hat nie einen Hehl daraus gemacht, Indien in einen Hindu-Staat verwandeln zu wollen. Aber dass er so offen gegen Muslime polemisiert, ist neu. Bei vielen der mehr als 80% Hindus im Land kommt seine Politik an. Seine Chancen, die Wahlen zu gewinnen, stehen gut. Viele Muslime aber haben Angst vor der Zukunft. Brasilien erlebt dramatische Überschwemmungen. Eine Woche lang ist starker Regen über den Süden niedergegangen. Hunderte Städte und Dörfer im Bundesstaat Rio Grande do Sul stehen unter Wasser. Mehr als 1,3 Millionen Menschen sind betroffen. Mindestens 100 sind in den Fluten ums Leben gekommen. Es gibt kein frisches Trinkwasser, kein Strom, kein Telefon. Aus Brasilien berichtet Christoph Röckerath. Eine Millionenstadt steht unter Wasser. Nach extremen Regenfällen erlebt Porto Alegre, größte Stadt im Süden Brasiliens und kulturelles Herz der Region, die höchsten Pegelstände seit Beginn der Aufzeichnungen. Hunderttausende von Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Die Zahl der Toten und Vermissten steigt noch immer an. Die Menschen sind völlig verloren. Sie ziehen planlos umher. Sie wissen nicht, wohin. Es gibt keine Kommunikation, ohne Strom, ohne Handynetz. Sie können ihre Familien nicht erreichen, wissen nicht, wo sie sind. Die Überschwemmungen reichen bis weit ins Hinterland. Zehntausende sind abgeschnitten von der Außenwelt. Die Regierung hat den Katastrophenzustand ausgerufen. Vor allem das Trinkwasser wird knapp.
Das Militär fliegt Hilfsgüter ins Überschwemmungsgebiet. Doch viele Menschen sind nach wie vor auf sich allein gestellt. Es ist so traurig. So etwas habe ich noch nie erlebt. Was ist nur los mit der Welt? Präsident Lula ist mit mehreren Ministern ins Katastrophengebiet gereist und verspricht schnelle Hilfe. Der Gouverneur des Bundesstaates rechnet mit einer großen Anzahl von Opfern. Wir fangen gerade erst an, sie zu zählen, weil wir nur langsam in die Gebiete vordringen können, die durch Erdrutsche und Überschwemmungen abgeschnitten sind. Die Rettungskräfte sind rund um die Uhr im Einsatz. Aus ganz Brasilien und auch aus den benachbarten Ländern Argentinien und Uruguay kommen Helfer herbei. Und die Zeit drängt. Für die nächsten Tage sind weitere starke Regenfälle angekündigt. Der vor einigen Tagen zu Ende gegangene April war global betrachtet der wärmste April seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Das berichtet der EU-Klimawandeldienst Copernicus. Die Temperatur lag bei durchschnittlich 15,03 Grad Celsius. Das sind 0,67 Grad mehr als der April-Durchschnitt der letzten Jahre. Damit wird den 11. Monat in Folge ein weltweiter Temperaturrekord erreicht. Europa ist der Kontinent, der sich am schnellsten aufheizt. 79 Tage noch bis zu den Olympischen Spielen in Paris. Und das Feuer hat jetzt Frankreich erreicht. Der Dreimaster Belém läuft heute Abend in den Hafen von Marseille ein. Begleitet von hunderten Booten. An Bord wohlbehütet die olympische Flamme, die Mitte April in Griechenland entzündet wurde. Von Marseille aus soll sie von 10.000 Läuferinnen und Läufern nach Paris getragen werden, wo die Spiele am 26. Juli eröffnet werden. Und wir kommen zum Fußball, Sven, mit dem Triumph der Dortmunder in Paris. Ja, es war eine dieser magischen Nächte für den deutschen Fußball und vor allem für Borussia Dortmund. Das Tor von Mats Hummels öffnete die Tür zum Champions-League-Finale in Wembley. 2013 waren die Bayern im Weg, jetzt soll es der Titel werden. Angekommen in Dortmund braucht Mats Hummels wohl zwei Kaffee. Nach Feiern, Tanzen, Siegestaumel mit den Fans. Dortmund-Trainer Edin Terzic hat bei allen was entzündet, Paris entzaubert und den Traum vom Finale erfüllt. Wenn man jetzt einfach beide Spiele sieht, zweimal zu null zu spielen, zwei Siege einzufahren im Halbfinale. Ui, also ich glaube, das hat man sich dann auch verdient, ins Finale einzuziehen. Das Spiel, kurz gesagt, Königsklasse. Mit einem Tor nach Ecke in der 50. Minute, das den Finaleinzug besiegelte. Mats Hummels stand goldrichtig, 1:0, irgendwie auch eine Belohnung für den 35-jährigen Abwehrchef. Es war allerdings auch ein bisschen Glück im Spiel. Mbappé und Co. verzweifelten an Latte und Pfosten. Der Tick daneben 6-mal insgesamt im Halbfinale. Jetzt dauert es noch ein paar Wochen. Dann fahren wir nach London. Dann kämpft Dortmund um den Titel in Wembley, das Finale am 1. Juni. Und auch Bayern will ins Finale. Nach dem 2:2 im Hinspiel müssen sie heute bei Real ran. Alexander Ruder in Madrid. Wie stehen denn die Chancen? Also Thomas Tuchel hat gesagt, dass er die Chancen bei 51-49% bei Real sieht, im legendären Bernabeu zu gewinnen, sei mit am schwierigsten. Aber es ist nicht unmöglich. Die Statistik spricht klar gegen die Bayern. Die letzten drei K.O.-Duelle gegen Madrid verloren und der letzte Sieg gelang hier vor 23 Jahren. Aber zum Glück geht es im Fußball nicht nur um Zahlen, sondern auch um Dinge wie Herz, Energie, Glaube, die ja gestern den BVB ins Finale gespült haben. Tuchel hat seine Mannschaft jedenfalls daran erinnert, dass man solche Spiele wie heute früher als Kind im Garten seiner Eltern nachgespielt habe. Und in gut 90 Minuten werden diese Kinderträume nun Realität. Das Ganze vor einer garantiert entfesselten Kulisse hier in Madrid. Ja, und hoffentlich ist das Spiel der Bayern besser als unsere Bildqualität. Wir bitten, das zu entschuldigen. Danke, Alexander Ruder. Ja, kommt es wieder zum Finale Dortmund-Bayern? Die Antwort gibt es dann bei uns in der Champions League Highlight-Sendung ab 23.15 Uhr. Morgen dann der nächste deutsche Fußballhöhepunkt. Pop gegen Gwin, Wolfsburg gegen Bayern, das DFB-Pokalfinale der Frauen. Titelverteidiger Wolfsburg vor über 44.000 Zuschauern gegen den alten und neuen Meister Bayern München. Und wir zeigen diese Begegnung live im ZDF ab 15.40 Uhr. Jana. Dankeschön, Sven. Gerne. Wenn die Sonne stillsteht, so heißt ein regelrecht magisch anmutendes Projekt im Münchner Werksviertel. Jeden Morgen zum Sonnenaufgang spielt der Schweizer Pianist Alain Roche schwebend in 10 Metern Höhe. Untermalt von Naturgeräuschen, die live zugespielt werden,
zum Beispiel aus dem Bayerischen Wald. So wird das Erwachen der Natur jeden Tag aufs Neue Teil einer einzigartigen Komposition. Und das sind die Lottozahlen von heute. Die Gewinnzahlen lauten 3, 23, 27, 30, 31, 40 und die Superzahl 8. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 557. Das Wetter am Feiertag wird freundlich und trocken. Mehr dazu gleich von Christa Orben. Das Heute-Journal läuft um 21.45 Uhr mit Dunja Hayali im Gespräch mit CDU-Chef Friedrich Merz. Morgen begrüßt Sie hier Barbara Hallweg. Ich sag bis bald. Guten Abend. Ab morgen übernimmt Hoch Thomas vollends die Regie. Und damit stehen uns ein paar ruhige und freundliche Tage bevor. Heute Nacht lässt zum Beispiel schon der Dauerregen an den Alpen nach. Oft ist es klar, örtlich bildet sich Nebel. Die Nacht wird recht kühl. Im Nordosten ist kurzzeitig Bodenfrost möglich bei 3 bis 10 Grad. Am Tag wird es dann aber rasch angenehmer mit Werten um 20 Grad bis hin zu 22 Grad im Rhein-Neckar-Raum. Etwas kühler bleibt es an den Küsten, im Bergland oder auch südlich der Donau. Denn hier, südlich der Donau, gibt es auch die meisten Wolken. Vormittags gibt es da auch noch ein bisschen Regen. Im Nordwesten sind die Wolken ebenfalls etwas dichter. Dazwischen aber startet der Himmelfahrtstag morgen mit viel Sonne. Im Tagesverlauf bilden sich dann einige Quellwolken. Aber trotzdem können wir in dem Streifen vom Saarland bis nach Berlin-Brandenburg 11 bis 13 Stunden Sonne genießen. Am Wochenende gibt es die meiste Sonne im Südwesten des Landes. Hier wird es dann bis zum Muttertag am Sonntag auch um die 26 Grad warm. Im Nordosten und Osten sind die Wolken etwas dichter. Es gibt aber höchstens mal ein paar Schauer. Tschüss.